Moin, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, Lieben, heute reden wir über Boost Management und zwar möchte ich euch im Spiel zeigen, warum Boost Management unglaublich wichtig ist. Ich zeige euch auch, wie ihr Boost Management einsetzt bzw. wie ihr das am besten macht, sodass ihr in den richtigen Situationen Boost habt und dann dementsprechend Dribble oder weiß auch immer starten könnt. Das Ganze spielen wir auf GC 2 Liga 3. Ich schätze, dass wir bei einem Win noch hier auf GC 2 Liga 4 aufsteigen werden. Schauen wir mal. Wir gehen rein. Let's go. Du möchtest ein Rocket League Items kaufen, weißt aber einfach nicht, wo du sie am günstigsten bekommst? Bei meinem Partner AOR.com hast du die Möglichkeit, alle möglichen Rocket League Items zu kaufen und das zu dem günstigsten Preis. Mit dem Code AGTV unterstützt du mich und erhältst zusätzlich 6% auf deine Bestellung. Falls du Fragen zu AOR.com hast, kannst du gerne in meinen Discord kommen und im Channel AOR Support schreiben. Dort helfen wir dir weiter. Viel Spaß mit dem Video. So, Freunde, erstes Match mit Lolo. Wir gehen rein und wir achten diesmal explizit auf unser Boost Management. Ganz, ganz wichtig. Ganz klar hier zum Kickoff. Mate hold Boost. So, und jetzt hier. Okay, jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass wir hier kein Tor kriegen. Das habe ich gerade nicht so ganz verstanden. Ich hole mir hier nochmal Boost. So, hier wasten wir jetzt keinen Boost, das ist wichtig. Hier brauchen wir nicht Boost wasten. Jetzt können wir hier in die Verteidigung gehen. Und blocken den Ball. Sehr schön. 68 Boost. Wir sind immer noch in der Defense. Und haben wirklich viel Boost, um den Ball zu deffen. Jetzt mal gucken, was der Gegner macht. Hier pushe ich nach vorne, nehme ein paar Boost-Pads mit. Hier auch wieder. Hier bin ich jetzt wieder Full Boost, jetzt achten wir darauf. Schöner Schuss, ihr seht. Ball in die Mitte, aber das wird gefährlich, das wird gefährlich, ich sehe es schon. Ah, habe ich mich verjumpt, das war... my bad. Na gut, der Pass von mir war absolut Schmutz. Ich habe da nicht wirklich gut verteidigt. Den Pass gebracht. Zu viel hier. Okay, passt. So, hier zum Beispiel. Wasten wir den Boost nicht. Und hoffen, dass hier vielleicht ein Ball in die Mitte kommt, so wie jetzt. Aber der Ball geht nicht rein. Schade. Jetzt sind wir wieder immer noch auf 75 Boost. Müssen nicht mal den Full Boost holen. Achtung. Mate ist da. Sind Full. Haben keinen einzigen Boost-Pad geholt. Hier geht man mehr zum Boomen. Und ich komme nicht ran. Hier, damit ich hier wenigstens die paar Boost-Pads kriege, bin wieder voll Boost. Achtung. Sehr schön gemacht von meinem Mate. Hier nehme ich jetzt einfach Boost mit. Dachte. Schöner Beat von mir. Schade, dass mein Mate hier nach hinten ist. Möglichkeit war da, jetzt Achtung. Oh, so habe ich den Bounce nicht gedacht. Schade. Wäre ein Open Net für mich gewesen, aber ist in Ordnung. Mate hat mich halt nicht gesehen. Ich warte hier. Guter Block. Gegner habe ich auch. Schade. Aber voll Boost, sodass ich hier hochgehen kann. Also ihr seht auf jeden Fall, wie wichtig das ist. Boost Management. Komm hier durch. Leg mir einmal den Ball hoch. Komm aber nicht ran. Mein Mate probiert es, schade. Ich hole mir hier Boost. Oh, mein Mate spawnt gerade hier. Ich warte jetzt hier. Mate hat den. Gefährlich. Den Ball lege ich mir hoch. Oh, Ball. Ja, das war kein guter Ball. So, eigentlich wollte ich ihn höher, fester spielen. Ah, der Pass war so insane. Der Pass war so schön. Jetzt gehen wir nach hinten, haben Full Boost. In Ordnung. Ah, okay. Ich dachte irgendwie, das hat gebuggt. Ich brauche hier nur Boost. Warte, was passiert. Mate hier. 1 gegen 1. Hat hier den Flick. Macht den Low 50. Und er macht hier das 1 zu 1. Also bis jetzt ein tolles Match. Ihr seht auf jeden Fall wenig Platz für mich. Ich kann nicht viel dribbeln oder so.
Aber wir sind da, verteidigen, haben drei Paraden und so weiter. Also es ist wichtig, ihr müsst Boost sparen. Hier gehen wir jetzt den Ball holen. Schlechter Touch von mir. Das war nichts. Das war gar nichts. Ja, ich habe da den Ball verschätzt. Mal sehen, ob ich ihn hochkriege. Nein. Unlucky, dass ich hier den Boost nicht bekomme. Wir bleiben Full Boost. Gucken, was passiert. Da habe ich jetzt die Möglichkeit, den Ball zu dribbeln. Ja. War anders geplant. Mate, ihr seht mal, Mate. Jetzt bombe ich ihn. Verdammt, sorry, Mate. Er ist da, wunderbar. Ja, ihr seht auf jeden Fall, ich habe immer Boost, wenn ich Boost brauche. Und da müsst ihr wirklich drauf achten, dass ihr immer, also nicht zu viel Boost wastet. Hier komme ich ran, let's go. Und da ist die Chance. Und da ist meine Chance. Vier Paraden, jetzt ein Torschuss und also ein Tor gemacht. Sehr geil. 2-1. Und ihr seht, es läuft. Ihr seht, es läuft. Es ist ein anderes Spiel, ein komplett anderes Spiel, wenn ihr so spielt. Weil ihr dann in den richtigen Situationen Boost habt. Knallt die Kugel nach außen, weil sonst blockt er den. Ihr seht, 1v1. Schade. Hier meiner Meinung nach auch wieder zu viel Boost gewastet. Gut, prinzipiell ist es ja auch egal, wenn ich mir danach ein paar Boost-Pads hole. Oh mein Gott. Okay, er geht nicht rein. Boah, da habe ich kurz geschlafen. Da habe ich gedacht, okay, jetzt ist vorbei schon. Okay, GG's, erstes Match. War nice. Ja, Boost-Management, ganz, ganz wichtig. Nächstes Match, Spielbug. Let's go. Zweites Match mit Küps. Kick-off-Time. Achtung, hol mir Boost. Was macht der Gegner? Ah, boomt er mich. Ich habe nicht aufgepasst. Ja, da haben wir nicht aufgepasst. Okay, weiter geht's, ihr Lieben. Mate hat den. Muss aufpassen, jetzt müsste ich Boost. Den, mein Mate? Nein. Okay. Das ist komisch gerade hier. Ich weiß es nicht, warum mein Mate da hinten war. Er ist auch drauf gegangen, glaube ich. Sehr, sehr komisches Start, aber ist in Ordnung. Kann man auf jeden Fall alles noch einholen. Deswegen starten wir ganz normal weiter. So, wir gucken, was passiert. Der muss drin sein. Der ist auch drin. Let's go. Ja, da habe ich gesehen, dass der Gegner geschlafen hat und ich da einfach irgendwie mit einem leichten Touch da rangekommen bin. Ihr seht es hier, der 50. Sehr, sehr wichtig. Gar keinen Flick machen, weil sonst seid ihr lost im Eck da hinten und dann ist es ein 2v1. Guter Block. Okay. Luck. Lucky gewesen. Wir haben mir kurz Boost. Auch hier wieder etwas glücklich. Boost spawnt. Sehr schön. Hier die Möglichkeit. Ich gehe aber nicht hin. Kriegt den Ball, mein Mate ist nicht da, schade. Wir waren beide da. 1v1 jetzt. Und Schuss, Mate. Ball ihn rein. Schade. Oh Gott. Hier Boost-Pads sammeln, ganz, ganz wichtig wieder. Hier nicht Boost wasten. Wir brauchen den Boost, falls jetzt hier irgendwie eine Möglichkeit besteht, den Ball anzunehmen. Wie jetzt? Den machen wir auch. Ja, schade. Kann gefährlich werden tatsächlich. Ihr seht's, wie gefährlich das werden kann. 2-2. Sehr geil, sehr geil. Ja, seht, solche Bälle können auch gefährlich werden. Mate ist da. Okay, Glück gehabt. Ich habe nicht gesehen. Ich war schon im Flick. Mate ist immer noch da. Mal sehen, was er macht. Oh, gefährlich. Ja, wird er wahrscheinlich haben, aber nicht. Also der Baum war gar nicht so schlecht. Also ihr merkt, ich habe eigentlich immer Boost. Und ja, es passt. Es passt bis jetzt.
Sehr schön gemacht von mir. Leute, 4-2. Geil. Gut, das war jetzt hier, hat nichts mit Boost-Management zu tun gehabt. Hier habe ich einfach besser reagiert. Hier gesprungen, nicht geboomt worden. Vorher habe ich den Fehler gemacht. Ich bin einfach nur gerade geblieben. Hier wurde ich nicht geboomt und habe das Tor gemacht. Das ist ein ganz wichtiges Tor. 4-2. Und ihr wisst jetzt auch oder seht, warum man nicht aufgeben sollte direkt am Anfang. Probier den Ball in die Mitte zu bringen. Schöner Schuss. Nice try. Oh, Gegner kommt schon. Oh, schade. Ja, vielleicht nicht die beste Position für mich. Nicht die beste Shadow Defense von mir. Okay, wir bleiben weiter. Komm, 4-3. Fokus. Verdammt. Ja, da habe ich mich entschieden, Boost-Bett links mitzunehmen und da, ja, legt er sich den Ball nach von sich aus auch links, genau meine gegengesetzte Richtung. Okay. Madness. Ball geht nicht rein. Oh, ich verflipp mich. Mate muss ihn haben. Ich weiß nicht, wo er war. Er war an der Wall. Ja, das war auch wieder schlecht gemacht von mir. Hab mich verflippt. Keine gute Aktion von mir. Weiter geht's. Schöner Schuss. 5-5. Leute, 1 Minute 57, 10 Tore. Nice. Geiles Spiel. Geiles Spiel. Wir machen weiter. Follow. Diesmal bin ich nicht nach außen gegangen. Mein Mate müsste eigentlich oben net 6-5. Ja, aber mein Mate, ich weiß es nicht. Ich gehe halt immer dann davon aus, dass er oben ist, aber er war genauso im Tor. Also hätte ich eigentlich hochrotieren müssen. Ja. Muss ich mehr gucken. Ich follow. Sehr schön, habe ich. Sammel Boost. Ja, das Ab, den hat er. Probier es hier. Nice try. Geh hier drauf. Schöner Touch. Eige in die Mitte. Und ich mach das Ding. Let's go, Leute. Mein Mate, genau 1000 Punkte. Ich habe 789. Sehr, sehr schönes Ding hier. Schön geblockt. Rejump. Hier. Schön in die Mitte. Mate. Der Gegner kommt nicht, bleibt am Pfosten hängen und ich mache hier das Tor. Ganz, 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 ganz wichtiges. So, diesmal müssen wir jetzt aufpassen hier. Geh mal weiter rein. Wir haben hier den Spanish Kickoff gemacht. Hat nicht funktioniert, Gott sei Dank. Hier, wenn wir einen Flick machen, müssen wir die Boost-Pads wieder nehmen, damit wir wieder voll Boost sind. Hier probiere ich ranzukommen. Mache ich ein bisschen Druck. Schön wichtig. Aber ich komme nicht nochmal ran. Leute, jetzt wird es gefährlich. Jetzt wird es richtig gefährlich. 40 Sekunden. Hier der Block. Und mein Mate. Ja, der meint es ernst. Er meint es gut, mein Mate. Er ist an der Wall diesmal. Allerdings muss er einfach sehen, dass ich vor ihm stehe. Schön. Guter Schuss, Mate. Ganz stark. Ganz, ganz stark. Hat er? Legt sich den Ball zurück. Trust ihm jetzt einfach mal. Ganz schön dahinter. Bitte den ersten. Oh mein Gott, ich hätte ihn eigentlich nur ins den kurzen Pfosten hauen müssen. Ich dachte sowas, dass es open ist. Mit hat ihn. Fuck. Oh, genau zu ihm. Panike gerade. So, Leute, geiles Match. Warte einfach mal. Ich mache ja das Tor, oder? Let's go.
9 zu 6, Leute. Sehr, 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 sehr entspanntes, geiles Match. Fehler waren dabei, Fehler passieren. So ist es halt einfach. Aber es war ein super Match. Super Match und super Beispiele dabei gewesen. Gerade was das Boost-Management angeht. Ich habe das lange, lange falsch gemacht, ehrlich gesagt. Jetzt kommt es mir so langsam und möchte es euch einfach zeigen. Hier, wir sind leider nicht aufgestiegen. GC2, Liga 3. Trotzdem hat es mega Spaß gemacht, Leute. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer AngelzockTV.